Hi und herzlich willkommen zu Part 37 unseres werdeberühmten Let's Plays mit der lieben Hazel. Wir haben die Nacht beim Regisseur verbracht. Das war sehr schön, denn wir sind zum ersten Mal in sein Apartment gegangen mit Hazel und haben mal so ein bisschen geschaut, was da so abgeht. Wir sind vor einen verschlossenen Raum gelaufen und er hat uns direkt angefahren. Wir dürfen auf gar keinen Fall diese Türe öffnen und sowas. Hazel ist natürlich jetzt super neugierig, aber wir haben jetzt erstmal die Tür zugelassen. Wir, also ihr und ich, wir wissen schon, was in dem Raum ist. Und zwar ist das ein altes Kinderzimmer. Er wollte immer Kinder haben, hat nie welche bekommen. Und nun ist Hazel so seine letzte Chance, Vater zu werden. Und diese Chance wird es sich nicht entgehen lassen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass das Ganze jetzt relativ schnell gehen wird. Also, er weiß, dass Hazel eigentlich keine Kinder mehr möchte, aber er sieht, dass sie relativ fruchtbar ist. Ich meine, sie hat 2 Hopsala-Kinder bekommen, also Kinder, die nicht geplant waren, sind einfach passiert bei einem Techtelmechtel. Und ich glaube, dass er schon denkt, ja, cool, vielleicht kriege ich das hin. Aber er will natürlich auch direkt das Sorgerecht und alles. Deswegen wird er jetzt auch erstmal Hazel heiraten wollen. Und wenn die Ehe unter Dach und Fach ist, das habt ihr mir nämlich auch in die Kommentare geschrieben, dann sollten wir den nächsten Schritt gehen und dann sollte es soweit kommen, dass er ihr ein Kind unterjubelt. Das war der Plan. Ich habe auch den Kommentar gelesen, dass es doch schön wäre, wenn wir jetzt auf die Farm gehen, zu den Eltern, beziehungsweise zum Vater, weil Hazels Mama gestorben ist. Ich möchte an der Stelle aber nochmal betonen, dass es in diesem Let's Play so sein wird, dass Hazel den Kontakt komplett abgebrochen hat. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich vielleicht auf die Beerdigung gehe, aber auch das wird Hazel nicht machen. Sie ist eine sehr stolze Frau und sie hat das Gefühl, dass das alles nichts bringen würde, jetzt nochmal bei der Familie vorbeizuschauen. Selbst ihr Bruder Mick, die beiden reden seit Jahren nicht mehr miteinander und man muss auch einfach nichts erzwingen, wo nichts ist. Deswegen werden wir nicht zur Beerdigung gehen, wir werden auch nicht Maisie zu der Farm schicken oder so. Ich fand den Vorschlag eigentlich schön und unter anderen Umständen hätte ich es gemacht, aber nicht in dieser Familie. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und schauen mal, was der Part so bereithält. Let's go! Unsere sexy, schmexy Hazel, die, ja, gerade am Nachdenken ist scheinbar. Unser Regisseur ist irgendwo im Haus unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was er treibt, aber er ist irgendwo unterwegs. Und sie hat morgen ihren Auftritt, ihren großen. Ich hoffe, dass wir den gut machen. Wir müssen dafür noch die Schauspielfähigkeit, die Fitnessfähigkeit erhöhen und mit Filmpartnern anfreunden. Ich drücke jetzt einfach mal Play. Ich glaube, sie schläft noch ein Momentchen. Ihre Kinder sind bereits versorgt. Wo ist denn unser Boy? Ach, der sitzt hier und frühstückt. Aha. Und er schmiedet jetzt Pläne, ne? Gut, Maisie ist in der Schule. Wie sieht es denn eigentlich nochmal mit den Geburtstagen aus? Myron hat bald, okay. Ja, der Vater ist immer noch da, also Brand ist immer noch als Übernachtungsgast drin und auch morgen noch, das ist gut. Ein paar Tage ist er noch da. Dann kann er sich ein bisschen um Maisie kümmern. Oh, Prinzessin, bist du schon wach? Nee, schlaf doch noch ein bisschen, komm. Dein Schönheitsschlaf ist wichtig, Fräulein. Hat sie denn jetzt eigentlich die Pille im Inventar? Immer noch nicht. Aber wir haben doch eine Geburtenkontrolle gemacht, oder nicht? Habe ich da was verwechselt? Ja, schau mal, sie hat den Verlust der Familie gerade verarbeitet. Das war's schon. Einen Tag getrauert. Ja, so ist sie, ne? Oh, sie ist so wunderschön. Ich liebe sie so, ne? Bleibst du im Dessous oder ziehst du dich an, Hazel? Wie sieht's aus? Wahrscheinlich bleibst du, ne? Du kannst ja mal Eddie herbeirufen. Ach, geht nicht. Okay. Sie da oben rumstiefelt. Man hört sie voll. Taps, 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 taps. So, ich quatsch jetzt mal so ein bisschen. Ach, Edgar, deine Wohnung ist so schön. Also, ich frag mich manchmal, wie du das geschafft hast. Es ist ja wirklich so toll hier. Mann, Mann, Mann. Naja, ich meine nichts im Vergleich zu meinem Haus. Aber deine Wohnung ist wirklich schön, Eddie. Ganz toll. Doch, doch. Wow. Ich habe ganz gut geschlafen. Doch, es war ganz gut. Aber wo warst du? Du warst heute Nacht gar nicht neben mir. Oh, ich konnte nicht gut schlafen, weißt du? Weil ich da war? Nein, nein, nein. Das hat mit dir nichts zu tun gehabt, Hazel. Es war einfach, ja, nicht so mein Tag gestern. Und du warst so aufgebracht. Und ich wollte dir einfach ein ruhiges Plätzchen bieten. Ach, naja, okay. Sie ist so aufgebracht. Oh je, Mene, vielleicht soll sie sich mal ein bisschen beruhigen. Komm, geh dich mal beruhigen, bevor das wieder schlimmer wird. Geh dich beruhigen, Hazel. Oh, jetzt ist sie kokett. Gut. Dann flirte doch mal mit ihm. Wie findest du eigentlich meine Unterwäsche, Eddie? Die habe ich nur für dich gekauft. Oh, Hazel, ja, wow. Doch, also, das ist so. Du siehst zum Anbeißen aus. Ja? Ja, natürlich. Wow. Du bist so eine tolle Frau, Hazel. Ich finde dich ganz bemerkenswert. Du bist nicht nur total schön, sondern auch, naja, total heiß. Ja, nicht wahr? Ich weiß. Doch, doch, doch. Ja, ich tue auch viel, dass mein Körper in Form bleibt. Weißt du? Ja, natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil, also, ne, ich bin ja schon sehr, also, doch, doch, doch. Aber sie können jetzt nicht techteln, Leute, weil ich habe
Ich bin immer noch nicht sicher wegen der Verhütung, ne? Was ist denn los? Nee, Eddie, du bist jetzt nicht müde. Excuse me, du hättest heute Nacht schlafen können. Du bleibst bitte wach jetzt. Bitten, Freund zu sein. Eddie, meinst du nicht auch, wir sollten langsam mal bekannt geben, dass wir zusammen sind? Weil ich meine, excuse me, wir lieben uns schließlich. Und ich finde es schon wichtig, dass wir irgendwann den nächsten Schritt gehen. Und alle Welt soll wissen, wie sehr wir uns lieben. Findest du nicht? Ja, natürlich, Hazel, klar, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Also, unbedingt. Ja, ganz genau. Er ist jetzt ihr Boyfriend. Ewige Liebe erklären. Klappt ja super. Eddie ist richtig in Stimmung, ey. Ja, sollen wir es? Wir können jetzt nicht, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt techtelmechteln, dann könnte das schief gehen. Also, mein Darling, ich muss los, ja? Ich muss noch einiges tun, weil mein Auftritt morgen, du weißt. Wir sehen uns später, vielleicht kommst du vorbei. Ich hab voll gespuckt beim Reden, weil ich so aufgeregt bin. Hazel zu spielen ist so anstrengend. Kommst du vorbei, Eddie? Ich würde mich so freuen. Okay, also dann, see you. Okay, ab nach Hause. Wieso muss Macy denn so dringend pullern? Soll sie doch gehen? Hat sie in der Schule keine Toilette? Was ist denn da los? So, wir sind wieder zu Hause. What goes here? Unsere Kleine ist bei der Schule oder in der Schule. Myron muss bitte in die Vorschule. Excuse me. Abmarsch. Und wir werden jetzt erstmal Schauspielfähigkeit erhöhen. Willst du das oben in deinem Schlafzimmer machen? An einem großen Spiegel, ha? Huh? Come on, girl. Das macht sie toll hoch. Was ist denn das jetzt hier für ein Schleudertrauma gewesen? Hey, Sahnetörtchen. Oh mein Gott, Billy hat ihr Kind bekommen. Oh, süß, Mädchen. What? Hä, ich war gerade so, hä, das Gesicht kenne ich doch. Billy hat ein Mädchen bekommen mit Angelo. Die Geburtsmeldung kommt übrigens über den MC Command Center und die kann man da einstellen. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie das geht, ich kann euch, wenn ich es nicht vergesse, da oben eine Infobox machen mit dem Video des MC Command Center Mods, wie man das alles einstellen kann. Das ist ziemlich cool, Billy. Herzlichen Glückwunsch. Da müssen wir doch gleich mal vorbeifahren, würde ich sagen. OMG! Billys Baby ist da, ein Mädchen! Oh, ich bin mal gespannt, wie sie es genannt haben. Ach, ist das schön. Warte mal, hast du jetzt deine Schauspielfähigkeit, hat das schon gezählt? Nee, wir müssen warten, bis das fertig ist. Dann gehen wir hin. Oh, Macy ist zu Hause. Hi, Mace. Girl, alles Rotschi in Kambodschi? Du bist immer noch traurig. Du kanntest deine Großeltern eigentlich nicht wirklich. Wir machen das jetzt mal weg. Alles gut, die Trauerphase ist vorbei. Mein kleines Rich Girl, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, wir Ballett üben wollen. Oder ob sie richtig auch tanzen lernen soll. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit ihr auch tanzen lernen. Einschalten, dann soll sie mal vielleicht Hip-Hop und dann dazu tanzen. Dazu baut sie Motorik auf. Tanzen wird nicht aufgebaut. Naja, dann lasse ich sie dadurch Motorik aufbauen. Und wie läuft's, Hazel? Ist nicht am Samstag wieder eine Starlight-Verleihung? Können wir vielleicht auch mal hier in Betracht gezogen werden? Ist keine Starlight-Verleihung. Naja, gut, von mir aus. Abgeschlossen. Okay, perfekt. Hazel, du bist ein Profi, Mann! Fitnessfähigkeit, das machen wir auch noch. Und dann werden wir zu unserer Freundin fahren. Kannst du vielleicht ohne Schweiß laufen, damit du nicht gleich wieder duschen musst? Rashid, ja. Ich habe jetzt echt keine Zeit, leider. Ich muss Sport machen, du weißt doch. Okay, da geht ihr Spaß hoch. Das ist super. Und bei Macy, die tanzt noch. Wir müssen mal schauen, ob wir sie langsam mal wieder an der Privatuni anmelden können, an der Privatschule. Mal gucken, ob ich darf das nicht verpassen, weil sonst warten wir ja die ganze Zeit. Ich habe übrigens noch nicht entschieden, wie wir das machen wollen. Ob wir dann, also ich würde ungern aus dem Haus ausziehen. Ihr wisst, das ist Hazels Traum, in diesem Haus zu leben. Gleichzeitig will Edgar sicher auch nicht seine tolle Wohnung aufgeben. Jetzt ist halt die Frage, heiraten die beiden und wohnen erstmal noch gar nicht zusammen? Ich weiß es gerade nicht. Ihr könnt mir gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich werde sie mir wieder durchlesen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie wir es machen wollen. Ob wir sagen, dass wir halt getrennt wohnen bleiben, obwohl wir dann auch heiraten. Oder ob wir sagen, wir ziehen halt vorübergehend bei... Aber wir können nicht in seine Wohnung ziehen. Dann müsste er schon zu uns ziehen, oder? Was meint ihr? Ich bin gespannt. Ich weiß es nämlich nicht. Kann mich da gerade nicht mit beschäftigen. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, Schule. Nee, wir können uns immer noch nicht einschreiben. Mann, ey. Okay, was möchtest du denn tun? Freunde werden mit Myra. Dann lad doch deine Freundin mal ein. Vielleicht könnt ihr auch zusammen Hausaufgaben machen noch. Wo ist eigentlich unser Butler? Da. Oh nein. Ja, okay, dann lasst uns jetzt wirklich mal in den Kast gehen. Also wenn die jetzt echt die ganze Zeit abwechseln, ich muss ihre Haare ändern. Ich habe die Haare ja runtergeladen, weil ich sie cool finde. Aber ich finde, bei ihr sehen die einfach so wild aus. Ich würde ihr gerne einfach einen kleinen, strengen Zopf nach hinten machen. Sie kann ja mit so einer Mähne nicht arbeiten. Ach so, wie ändere ich denn jetzt wieder ihr Arbeitsoutfit? Warte mal, das geht woanders. Sie hat außerdem lilane Augen. Crazy Frau einfach. Crazy Frau. So, leider wollte sich die liebe Mo nicht umstylen lassen. Ich habe ihr jetzt den Job einfach gekündigt. Ich habe gesagt, sie will keine Butlerin mehr sein. Ich meine, sie ist auch Seniorin. Sie wollte bestimmt auch mal in Rente gehen. Ich hatte, weil ich sie versucht habe umzustylen, leider einen Absturz gehabt. Das war ein bisschen sad. Das heißt, ich musste kurz nochmal die paar Minuten spielen, die wir schon gespielt haben. Da sind ein, zwei
Meldungen aufgetaucht, die ich noch nicht mitbekommen hatte. Und zwar hat unsere Hazel jetzt eine Marotte. Sie hat die Marotte Eitelkeit bekommen. Hazel hat sich zu oft im Spiegel betrachtet und ist davon besessen, ständig zu überprüfen, ob sie auch gut aussieht. Ja, finde ich absolut passend. Wenn sie sich im Spiegel selbst betrachtet, wächst ihr Selbstvertrauen. Aber wenn sie zu lange nicht in den Spiegel sieht, steigt ihre Anspannung. Das ist super lustig. Das ist eine Marotte, die gefällt mir. Hä? Wir haben noch 2 Ruhmpunkte zu verteilen. Liebling der Fans. Als Promi besitzt Hazel wahre Heerscharen von Fans, die nach ihrer Pfeife tanzen. Hä? Das ist ja perfekt. Zudem kann sie eine Pose einnehmen. Ja, klaro. Was ist das? Soziale Verantwortung. Großzügiger und freundlicher Promi gilt. Sie erlangt noch schneller Ruf, da sie überall positiv wahrgenommen wird. Nee. Sie ist jetzt nicht so positiv. Das ist übrigens auch was, wir haben ja gesagt, also wir haben das ja im letzten Part oder im vorletzten schon mal besprochen, das ist vielleicht ganz cool, wenn wir mit dieser Familie Logan immer irgendwie in diesem Promi-Bereich bleiben. Wir können ja zum Beispiel auch mal berühmt werden mit einem Sim, vielleicht mit dem Kind von Macy dann irgendwann, mit wohltätigen Zwecken, ne? Also ein Wohltätigkeits-Sim, der dann immer so Gala-Abendessen für wohltätige Zwecke veranstaltet und so. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, weil Hazel ist zum Beispiel auf den Ruhm aus. Die will Macht, die will Reichtum, das ist das, was sie will. Mace will ihren Erfolg, mit ihrem Erfolg ihre Reisen zum Beispiel finanzieren. Und das Kind von ihr will vielleicht aber wohltätig sein. Also das finde ich auch cool, dass wir auch in verschiedene Richtungen gehen können, weil die Familie baut ja mehr und mehr Kapital auf. Und unsere dritte Generation wird ja dann auch mit Reichtum aufwachsen, weil das verschwindet ja nicht plötzlich. Wir haben jetzt auch gerade mal 50.000 auf der hohen Kante mal eben. Es wird ja nur noch mehr und mehr und mehr. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Okay, wollen wir hier irgendwas wählen? Promiserum, Zugriff auf exklusiven Lieferservice. Jeden Tag erhält sie Post. Der Trank kann Bedürfnisse auffüllen oder die Laune beeinflussen. Aber auf jeden Fall, verbessert sich ihre Fähigkeit eine Zeit lang schneller. Entschuldigung, natürlich wollen wir das. Und Macy hatte eine Prüfung in der Schule, die hat sie bestanden, aber nur knapp. Das heißt, wir müssen eigentlich noch ein bisschen lernen. Da müssen wir mal schauen. Also ich lade jetzt mal ihre Freundin ein und dann gehen wir. Aber eigentlich müssen wir zur Billy, ne? Nee, wir laden jetzt ihre Freundin nicht ein, sondern fahren jetzt erstmal bei Billy vorbei und werden das neue Baby begrüßen, die kleine Babymaus. Ich bin gespannt, welchen Namen das Baby hat. Geschlecht wissen wir ja schon. So, Myron ist noch in der Vorschule, den können wir nicht mitnehmen. Wo ist denn das Haus? Hier, ne? Mhm. Wir nehmen mit... Ja. Nee, oder? Mit Louis ist Billy jetzt auch nicht so dicke. Wir nehmen auf jeden Fall Olivia und Billy mit und wir nehmen Olivia mit und Macy, das wollte ich sagen. Okay, genau, weil Billy ist ja schon da, sie hat ja das Baby geboren. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, wir klopfen mal an. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Erst mal, Hazel, zieh dir doch bitte was an. Also, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist, aber Hazel, zieh dir doch bitte was an. Dieses Girl. So, wo ist denn die Kleine? Billy, wo bist du? Ich bin oben. Okay, wir kommen. Billy, wo bist du? Billy ist nicht oben. Billy, wo bist du? Girl, ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Also, er ist hier draußen. Vielleicht musste sie nochmal weg. Oh, hallo, wer bist du? Hallo, Baby. Du bist so ein kleines Baby. Süß bist du. Oh, nee, du bleibst bitte hier, Maus. Ich wollte dich nicht wegschicken. Oh mein Gott, ist sie süß, oder? Ach, ich bin froh, dass es nicht mein Kind ist. Sag mal, Hazel. Nein, ich bin ja froh, dass sie jetzt dieses Kind haben, aber ich bin froh, dass ich mich nicht kümmern muss, weißt du? Ja, da ist sie wirklich froh, ne? So, wie heißt die kleine Prinzessin? Zeige mal! Oh, sie mögen sich nicht. Das war irgendwie klar, ne? Und? Ich weiß immer noch nicht. Ach, warte mal, ich bin auf dem falschen Kind. Und? Gina! Oh, süß! Gina Young! Schöner Name, die kleine Gina! Oh, ja, das reicht dann, glaube ich, auch wieder mit Babypflege, ne? Ach, süß! Können wir gratulieren, Angelo? Mace, was machst du hier? Oh, Mom, ich probiere ein cooles Spiel aus. Ey, das ist voll witzig. Mace, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Mom, ist so. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du willst doch gute Noten schreiben, oder? Willst du nicht auf keine Ahnung, wie diese Schule heißt. Ja, natürlich will ich dahin, Mom. Ich muss dahin gehen. Alle sind dort. Ja, aber dann musst du auch was dafür tun. Also dann arbeite bitte auch hart. Ja, Mom. Die hat eine Hip-Hop-Tanzfläche? Hä, wie witzig. Wo hat sie die denn jetzt her? Keine Ahnung, ne? Naja, du kannst ja mal eine Story posten, Hazel. So von wegen, oh mein Gott, meine beste Freundin ist jetzt Mama. Das ist so toll. Ja, super. Guck. 2 Millionen Follower. Easy Street. Ja, und vielleicht können wir auch mal ein Foto machen mit Mace zusammen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Fotos gemeinsam. Wieso kann... Oh, das finde ich so blöd, dass es nicht geht, mit Kindern Fotos zu machen. Ich war immer gut, weißt du? Ich war Cheerleaderin. Das war ein ganz tolles... ganz toll war das immer. Und Macy, wenn du mal Cheerleaderin werden willst, dann musst du mir nur Bescheid sagen. Ich kann dir alle Schritte zeigen. Oh, das wäre voll cool. Ja,
Also ja. Du musst mir nur sagen, was du brauchst und dann komme ich vorbei und dann kann ich dir das gerne beibringen. Das ist auch gar nicht so schwer. Und Cheerleading ist toll, weißt du, die Jungs lieben Cheerleader. Oh. Ja, aber ich will noch keine Jungs haben. Das ist für mich, also nein. Ich will lieber Schule und meine Karriere, weißt du? Ja, das sagst du jetzt. Aber wenn du, oh mein Gott, du Süßmaus. Aber wenn du erst mal einen Jungen kennengelernt hast, dann sieht das auch wieder anders. Oh mein Gott, sie ist einfach jetzt schon Model, ne? Weil die Bilder sind halt leider sehr dunkel. Oh, sie ist... Du kannst sie noch nicht auf Social Media posten, oder? An Herausgeber verkaufen. Weiß nicht, ob deine Mom das so toll fängt, ne? Wenn du da die Bilder verkaufst. Oh, süß. Angelo, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat bei euch mit dem Baby. Also ich jetzt als Sandra. Hazel denkt sich so, oh mein Gott, viel Spaß mit diesem Kind, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Wir haben den kleinen Nachwuchs begrüßt. Sie will unbedingt mit Caleb plaudern. Ich weiß nicht, wieso. Wir werden es beobachten. Vielleicht können die beiden einfach noch ein bisschen was zusammen machen. Bitten, beim Fahrradfahren zu helfen. Brent, nur dass du es weißt, ich lade jetzt gleich noch ein paar Filmpartner ein. Oh, jetzt noch? Ja, natürlich. Du, es ist mein Job. Du bist in meinem Haus, also gewöhn dich besser dran. Naja, auf jeden Fall werde ich die jetzt einladen und ich werde, das wird ganz toll. Wo ist denn schon wieder unser Butler? Wie heißt er denn? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn schon wieder? Ich frage jetzt mal wirklich nach. Wir brauchen ein Dinner. Naja, gut. Dann halt anders, ne? Wir werden jetzt die Filmpartner einladen, ohne dass wir Essen da haben. Super Sache. Hast du das jetzt gemacht? Hazel, mach's doch bitte gescheit. Nicht so halbherzig. Dann kommen die nicht. Ihr wollt jetzt aber nicht im Haus Fahrrad fahren. Oh mein Gott, okay. Wollen sie. Hast du sie jetzt eingeladen? Ah ja, perfekt. Thorne. Nice. Stell dich mal Hazel-like vor. Oh, Myron hat die Marotte freigeschaltet. Liebt Geräusche. Oh, vielleicht wird er ja mal Gitarrist oder sowas. Er mag alles, was Geräusche macht. Perfekt. Thorne, hi. Ach Mensch, nett, dich kennenzulernen. Ich bin Hazel, du kennst mich ja schon sicherlich. Ja, bist du auch bei dem Film dabei zufällig? Also ich weiß ja nicht, ob das, ob du da dich auch beworben hast zu, aber es soll wohl ein ganz cooler Film sein. Ich glaube, sie ist eine Filmpartnerin. Ich weiß nicht, ob er wirklich dazugehört oder ob er hier einfach nur gerade rumgelaufen ist. Aber sie sind halt wirklich gleich so, ne? Sie ist jetzt einfach mit einem Megastar befreundet. Das ist ziemlich cool. Oh, okay, er wollte mein Foto nicht. Naja, gut. Miss, bleiben Sie bitte stehen. Können wir mal ein bisschen quatschen? Nicht begonnen. Begonnen steht da. Ach, du bist auch wieder da. Hallo, Julia. Ja, ja. Ich find's so toll, weil wir haben ja... Geht das jetzt hoch oder was? Ich weiß nicht. Und wir sind ja schon dicke, ne? Fan umarmen. Irgendwie klappt's scheinbar nicht. Und jetzt? Kommt jetzt noch jemand anderes? Maybe? Maybe not? Oh, last exception. Irgendwie funktioniert's nicht. Schade. Myron! Willst du bitte schlafen? Es ist spät. Nee, irgendwie funktioniert es leider nicht mit dem Regisseur und Filmpartner. Ich würde die jetzt gerne hier haben. Hallo, excuse me. Probier's nochmal, Hazel, komm. Alle guten Dinge sind 4 Anrufe. Ja, vielleicht können wir uns dann am Set noch anfreunden. Ich weiß nicht, ob das geht. Unser Hund sieht aus wie ein Dreckspatz. Iss mal einen Snack, Hazel. Und dann kannst du vielleicht morgen joggen gehen. Ein bisschen Apfelmus essen. Und dann gehst du schlafen und dann kannst du vielleicht morgen joggen gehen. Mit dem Hund, der freut er sich bestimmt. Ey, Sahnetörtchen, hast du schon wieder die Kinder geweckt? Nein, Myron geht schlafen. Ja gut, Sahnetörtchen will halt spielen, verstehe ich schon auch, ne? Oh, Sahnetörtchen ist jetzt müde. Oh je. Oh mein Gott, Girl. Are you sure, dass du so rumlaufen willst? Oh je, Mine. Das ist natürlich schwierig. Sie macht jetzt eine Phase durch. Sie hat ein Tier gefunden, mit dem sie sich verbunden fühlt. Nun, ich weiß jetzt nicht so ganz, Macy. Geh lieber mal duschen. So, und Hazel wird jetzt mal unseren Hund baden. Das geht ja so nicht. Nee, nicht Myron. Nee. Den Sahnetörtchen. Wir werden Sahnetörtchen baden. Schatz, was hast du da an? Nix, Mom. Oh, okay. Komm, Sahnetörtchen. Ab in die Wanne. Macy, ich wünsche dir einen schönen Schultag heute, ja? Ja, Mom, danke. Ist alles in Ordnung, Schatz? Ja, natürlich ist alles in Ordnung, Mom. Was denkst du denn? Ich weiß ja nicht, du wirkst so aufgebracht. Nee, ich bin nicht aufgebracht. Sahnetörtchen hat Hunger. Ja, Sahnetörtchen, unten ist was für dich. So, Myron, du gehst jetzt in die Vorschule. Die Mama hat heute was vor. Denn die Mama geht jetzt gleich zum Casting, also zum Auftritt. Und danach wird sie sich nochmal mit dem Regisseur treffen. Weil die hat das vor, vielleicht. Ich glaube, dass der Regisseur was geplant hat, maybe. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, du schaffst es. Du bist eine richtig krasse Detective Law. Tante. Wenn nicht du, wer dann? Oh mein Gott, Thorne schleicht durch unser Haus. Eidedeidedei. Boah, sie feiern uns alle. Wir sind auch einfach krass, ne? So, mit Filmpartner oder Regisseur anfreunden. Ja gut, wir sind ja schon voll dicke mit allen. Wer ist denn hier Filmpartner? Bist du Filmpartner? Co-Star. Ist ein Co-Star ein Filmpartner? Produzentin? Zählt es auch? Geh mal hin, Hazel. Nö, es zählt irgendwie nicht. Na gut, dann werden wir zu unserer Stylistin gehen. Komm jetzt, Hazel. So, setz dich und los geht's. Hi. Ich bin's wieder. Machst mir die Haare schön? Ich bin wieder Detective Law. Also gib dir Mühe, das ist wichtig, die Rolle, du weißt. Ich meine, es ist immerhin ihr erster Auftritt in der neuen Agentur, ne? Muss man auch dazu sagen. Da muss alles stimmen.
Oder ist das ihr erster Auftritt in der neuen Agentur? Ich glaube schon, gell? Und? Schlüpfe in jede Rolle, in die wir schlüpfen müssen. Aha, okay. Hol dir dein Kostüm aus, komm. Dann kannst du pieseln gehen. Kommen wir jetzt eigentlich in dieses Zimmer hier rein? Doch, wir können jetzt hier reingehen. Oh Mann, und hier ist auch eine Dusche. Wie cool ist das denn? Wir haben dieses krasse Zimmer freigeschaltet. Oh, wow. Dann essen wir natürlich noch ein bisschen einen Snack. Oh, wow. Weil sie als B-Promi ist wahrscheinlich, ne? Hä, wieso bist denn du jetzt eine Prinzessin? Sicher, dass das das richtige Outfit ist? Ich weiß nicht, ob sie das richtige Kostüm anhat, ehrlich gesagt. Aber man will sich ja nicht beschweren, ne? Okay, sie soll mit jemandem tratschen. Dann tratschen wir doch mal. Über Kollegen tratschen. Das ist doch Hazels Art. Hast du die anderen gesehen? Ich glaube, die können alle ihren Text nicht. Wenn die uns den Auftritt vermasseln, dann werde ich ihnen das nie verzeihen. Das ist wichtig, weißt du? Ja, klar. Doch, ist voll wichtig. Speisen essen, ist es deren Ernst jetzt? Hazel, schnell. Und wieder wegstellen. Dann geh schnell Schauspielen üben. Nein, kann sie nicht. Wieso? Poseidon-Kuss. Gut. Okay, sag dem Regisseur, dass du bereit bist. Ja, kann losgehen. Ich bin ready. Der Auftritt wartet auf mich. Oh, Hazel. Wir müssen Dinge tun. Wir müssen als erstes eine Flirtszene auf. Wir werden natürlich riskant flirten, weil wir sind voll krass. Entschuldigung. Ja, toll. Ja, das war gut. Kussszene aufführen. Okay. Fitness hat sie auch gemacht. Warte mal, wo ist denn die Kussszene? Geht es nicht der Reihe nach, dachte ich. Ja, dann kannst du riskant kämpfen, weil das hat sie auch abgeschlossen. So ist es ja wohl, ne? Oh, sie verprügelt ihn. Hau drauf, Hazel. Alles für die Rolle. Gut gemacht. Sie hat den Verbrecher verklopft. Dann können wir, ja, riskant zusammen trinken machen wir nicht, weil wir es nicht gut gemacht haben. Ihr seht, wir haben das hier unten nicht erfolgreich abgeschlossen. Das ist das gleiche Symbol. So habt ihr mir das erklärt. Das heißt, wir werden normal zusammen trinken, also sicher. Riskant können wir auch nicht küssen, wir werden sicher küssen. Und aber wegsperren, das können wir, glaube ich, wieder riskant machen. Zur Abmarsch hinter Gitter. Warum sie das Prinzessinnenkleid anhat, weiß ich immer noch nicht. Es passt nicht zu ihrer Rolle, ne? Aber ja, ist alles im Kasten. Ich hoffe, es gibt eine gute Bewertung, weil wir sind noch bei Silber leider. Weiß aber nicht, wieso. Sie ist super aufgebracht. Sie hasst ihr Leben. Hazel hasst immer ihr Leben. Alles im Kasten? Der Kameramann sieht aber auch nett aus, ne? Kann sie ihm irgendwie ein Interview geben oder so? Nee, ne? Irgendwie schade, dass man nicht zu einem Interview gehen kann. Hazel war in letzter Zeit erfolgreich und möchte, dass das auch so bleibt. Auch wenn dies bedeutet, dass sie eine Überfliegerin ist, Veränderung annehmen. Ja, ich würde gerne die Veränderung annehmen, weil ich finde, dass sie auf jeden Fall eine Überfliegerin ist. Wir haben es geschafft, die Szene ist im Kasten und die Crew packt das Material zur Bearbeitung, Versand, bla bla. Wir haben 3400 Simoleons bekommen und 2 Ruhmsterne bekommen. Das ist sehr gut, denn wir sind immer senkrecht da am Aufsteigen. Also es geht gerade so bei Hazel und es ist so toll zu sehen, wie sie sich als Schauspielerin macht. Die Karriere ist auch echt cool. Also die macht wirklich Spaß. Hab die ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Hab die nämlich noch nie wirklich viel gespielt, aber die ist echt nice. Befördert zur erfahrenen Schauspielerin. Oh ja, zeig mal. Was gibt's denn da so? Wir sind schon Level 8. Dann gibt's noch Superstar und Filmikone. OMG. Wir sind jetzt einfach Level 8, Leute. Das ist ja verrückt. Ja, was Hazel jetzt noch fehlt, ist natürlich der richtige Mann an ihrer Seite. Und zwar Edgard. Ich glaube, dass wir das so machen werden, dass wir im nächsten Part die Verlobung machen. Ich werde so ein bisschen was inszenieren, damit es natürlich auch sehr schön wird und auch sehr imposant. Und ich glaube, dass das genau das Richtige ist, was Hazel jetzt braucht. Und zwar einen ganz traumhaften Antrag irgendwo in den Hills oder so. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das mache. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir das jetzt schon machen wollen und vielleicht einfach zu Hause, dass wir vielleicht sagen, die Verlobung wird normal, aber die Hochzeit an sich, vielleicht machen wir das sogar noch in diesem Part. Hm? Komm, Leute, wir machen das noch. Eine Ewigkeit später. Oh, Hazel, wundervoll, dass du gekommen bist. Eddie, was war denn so eilig und wieso musste ich mich denn extra schick machen? Das sind wir. Ich habe es mir jetzt so überlegt, dass wir das jetzt doch direkt machen, meine Lieben, und ich freue mich jetzt, denn ich habe eine sehr schöne Location gefunden und wir werden jetzt die Verlobung machen. Für Edgard kann es jetzt nicht mehr schnell genug gehen. Er will endlich Vater werden. Er merkt, dass seine Uhr abläuft und es ist ihm wichtig, dass das jetzt alles ein bisschen zügiger vorangeht. Damit er den Antrag macht, bin ich jetzt auch in seiner Seite, sage ich mal. Also ich habe jetzt ihn ausgewählt zum Spielen und ich bin mal gespannt, was die liebe Hazel sagen wird. Hazel, du weißt, dass mein Herz nur für dich schlägt. Du bist die bezauberndste Frau, die ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott, Edgard, was? Ja, und ich würde gerne den Rest meines Lebens mit dir verbringen.
Oh, das ist lang? Ja, da so, ja, doch, Eddie, ich doch auch mit dir. Du bist so toll, aber der Riss ist schon lang. Ja, und was machen wir jetzt hier? Eddie, erzähl. Und ja, schaut mal, diese schöne Location steht bereit. Die beiden werden sich jetzt hier hinsetzen. Komm mal mit, Hazel, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Eddie, das ist ja traumhaft schön hier. Wow. Ja, setz dich, Darling. Oh mein Gott, wie wundervoll. Ich kann es nicht glauben, dass du, naja, diesen bezaubernden Ort hier rausgesucht hast. Hazel, ich habe für dich keine Kosten und Mühen gescheut. Du weißt, wie wichtig du mir bist, wie sehr ich dich liebe. Ach ja, Eddie, ich weiß es doch. Und naja, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir dem Ganzen, naja, dass wir einen Schritt weiter gehen, Hazel, verstehst du? Einen Schritt weiter, okay? Ja, ich wollte dich etwas ganz Wichtiges fragen, Hazel. Okay, Eddie, ja. Sag es mir. Naja, ich wollte dich fragen, ob du dir vielleicht vorstellen könntest. Also, oh mein Gott, ist der Springbrunnen laut. Wer hat den angemacht? Ob du dir... Och, jetzt hat sie ihr Outfit... Nee, stopp mal, bitte. Nee, also, sorry, Leute. Was ist das jetzt hier für eine Nummer? Wieso zieht ihr euch denn jetzt um, während ich euch da den Heiratsantrag inszeniere? Also, hallo. Die zwei wieder, ne? Also, die hören wieder null auf mich. Ich find's frech einfach. Ich hab Pläne. Hazel Logan, möchtest du meine Frau werden? Eddie, oh mein Gott, natürlich möchte ich deine Frau werden. Ich kann mir nichts Besseres in meinem Leben vorstellen. Wow. Oh, ich liebe dich so sehr, Eddie. Oh, am liebsten könnten wir sofort heiraten. Aber natürlich eine große Hochzeit. Eine pompöse Hochzeit. Wir müssen alle einladen, die wir kennen, Eddie. Es wird eine große Hochzeit. Ich hoffe, du hast genug Geld, denn es wird keine billige Hochzeit. Du kennst mich. Ich bin eben wertvoll. Und er sagt natürlich für dich nur das Beste. Und das wird es sein, meine Lieben. Wir werden nur die beste, die schönste, die größte Hochzeit feiern, die ihr euch vorstellen könnt. Wir werden im nächsten Part dann den Junggesellinnenabschied für unsere Hazel planen, denn auch dieser muss natürlich pompös sein. Sie wird ihre besten Freundinnen einladen, aber vielleicht auch noch 20 andere Mädels, so wie ich sie kenne. Und es wird auch da eine große Feier und dann werden wir bald die Hochzeit feiern. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin mal gespannt, wie Macy das Ganze aufnimmt, denn sie hat ja einen Papa und jetzt hat sie plötzlich einen neuen Papa. Und was ich mir auch vorstellen könnte, war, dass vielleicht Macy in Zukunft versuchen wird, ihre Mom mit ihrem Dad zu verkuppeln. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da versucht, irgendwie Spannungen aufzubauen, weil sie gerne will, dass ihr Papa bei uns, also bei Hazel, auch wohnt. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Vorschlag dazu ist, ob ihr das auch cool findet oder nicht. Oder was ihr sonst für Ideen habt. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Junggesellinnenabschied. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!